Genauso wie Dr. Mundo, der ist auch OP, weil der kann sich die ganze Zeit hochheilen. Die ganze Zeit. Und das ist halt ein Tank, ne? Der kriegt kaum Leben weg und kann sich dann noch zusätzlich dann richtig viel heilen. Also den kriegst du kaum tot. Und dann musst du halt gucken, was du als Startgegenstände hast. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Dorans Ring, zwei Heiltränke und halt dieses Abwehrtotem. Haltet zusammen! Okay. Hast du gekauft? Willkommen. Wie geht das? Du gehst jetzt mit dem Mauszeiger auf Wir den müssen Händler schnell da. weiter. Und dann ist da so ein Sack und dann guckst du mal in den Blick. Ah ja. Und dann machst du halt Doppelklick drauf. Und 30 ja. Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Und dann halt den Dorans Ring, dieses blaue Ring mit dem blauen Hintergrund. Dann die zwei Heiltränke und halt dieses, was so aussieht wie so ein Löwenzahn. Das Abwehrtotem. Ja. Und das ist dann automatisch alles ausgerüstet. Ah, okay. Verwechselt Gnade nicht mit Schwäche. Und dann hast du halt, die Heiltränke müssten jetzt bei dir auf 2 stehen. Die Vasallen sind erschienen. Ja. Ich Und dann, werde wenn du jetzt auf freihafter Taste ein. 2 drückst, wenn du wenig Leben hast, regenerierst du, also benutzt du den, regenerierst du dich mit. Ein ganz bisschen, also so kannst du dann auch ein bisschen schaden. Oh, ich muss einmal nach oben zur Port. Schneller als Bin meine mal, Pfeile? du brauchst Ja. einfach nur die Gegner ja töten. Ja, ich geh gucken, ich geh gucken. Bin kurz AFK. Suraka ist Ich werde uns okay. nicht in die Irre führen. Aber es ist auch meine Schuld, weil 2 gegen 1 ist auch ein bisschen unfair. Gefühlt waren das gerade 100 mehr. Oh, die ist aber auch ganz schön aggressiv, ne? Ja. Aber wir kriegen die Platte. Das schaffen wir. Jetzt hau immer auf den, wo diese Strahl drauf ist. Oder genau, hau sie. Okay, jetzt zurück, pass auch auf den Tower, auf den Tower aufpassen. Super. Und jetzt einfach die Vasallen. Du musst immer gucken, dass du halt den letzten Hit machst, damit du das Geld dafür kriegst. Und ich mache jetzt drück jetzt dieses Update-Token, da kann man auf 4 drücken. Und dann mit dem Mauszeiger, wo du es hinhaben möchtest. Und jetzt kann ich immer sehen, falls ein Jungler oder so kommt, können wir dann gucken. Aha, der kommt, wir müssen schnell weg, wieder unterm Tower, damit wir wieder safe sind. Und so kann man dann immer halt gucken, wie man halt, was da alles drin ist. Und das hat halt das ist immer eine Zeit lang dann drin. Sehen wir mal, wie nah sie herankommen. Genau, und jetzt immer warten und dann schießen. Bis so das letzte bisschen ist. Da muss man so ein bisschen das Gefühl für kriegen. Ich kann das auch noch nicht richtig. Okay, die muss weg. Ah, pass auf. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir immer die so ein bisschen poken, weißt du? So nebenbei die Vasallen machen. Und dann immer so ein bisschen die angreifen.
Und ich würde immer sagen, wenn du so 1000... Pass auf, nicht unterm Tower. Achso, doch, jetzt kannst du unterm Tower. Wenn die Vasallen noch da sind. Und aber nicht die Gegner abschließen. Dann greift der Tower dich sofort an. Zurück, zurück, zurück. Zurück, der will mich. Boah, die sind aber brutal. Okay, dann gehen wir jetzt schon mal zurück. Unterm Tower dann teleporten. Oder halt im Gebüsch. Je nachdem, wie weit die Gegner raus sind. Weil wir haben die Lane jetzt gewonnen. Die Vasallen sind bis zum Turm fast. Und dann kommen wir gleich ganz schnell wieder. Und dann musst du auf B drücken für Back. Aha. Gemeinsam sind wir stark. Brauchst du für A die unerlässlichen Gegenstände. Da musst du unerlässliche Gegenstände sein. Und dann aber nicht die Schuhe. Die kaufst du erst ein bisschen später. Dann musst du halt gucken. Immer so. Und dann drückst du halt zum Beispiel. Was hast du da jetzt bei? Du gehst jetzt wieder auf den Shop? Ja. Und was hast du bei unerlässliche Gegenstände? Das ist so eine blaue Schrift, unerlässliche Gegenstände. Zwei Stück Klinge der Unendlichkeit und einmal okay, bei Bändchen des Berserkers kann ich mir noch nicht leisten. Dann du drückst da drauf, auf, einfach drauf drücken und dann siehst du rechts die Teile. Du kannst dir die einzelnen Teile erst kaufen, um das zu, so zusammenzubauen, weißt du? Kann ich mir auch noch nicht kaufen. Wie viel Geld hast du denn? Ich habe 1050 etwa und ich brauche 1300. Für einen Teil von Klinge der Unendlichkeit. Ja. Aber du kannst dir doch Spitzhacke oder sowas holen, oder nicht? Also ich habe zwei Teile, die ich brauche und ich brauche nur noch eins und dann könnte ich die Klinge holen. Okay, und dann kaufst du dir noch drei Heiltränke wieder zusätzlich dazu. Die du dann auch wieder immer auf die zwei halt legst. Ja, ich muss jetzt aber erstmal wieder Gold holen. Okay. Wir sind auf dem richtigen Weg. Weil wenn Heiltränke sind mal ganz, ganz wichtig, weil umso länger du natürlich auf der Lane bleiben kannst, auf der Seite, umso mehr Gold kannst du natürlich machen. Ja. Ich arbeite deswegen immer die Heiltränke. Ich habe mir jetzt vier Stück gekauft. Ich kaufe mir dann immer so ein paar Teile von dem Teil, was ich als nächstes brauche. Und dann halt immer Heiltränke dazu. Damit ich das restliche Geld oder das Geld, was ich habe, immer so gut es geht ausnutzen kann. Um halt noch mehr Geld zu machen. Aber das ist auch umstritten. Gemeinsam sind wir stärker. Oh, die ist ja gut. Sehr schön. Nun, jetzt halt gucken, dass du immer den letzten Hit machst bei den Vasallen. Verliert nie das Wesentliche aus den Augen. Ah, hier kann man sich verstecken. Okay, alles klar. Aber das kann auch sein, dass die Gegner das halt, wenn du jetzt mit dem richtigen Spieler, die leuchten das natürlich auch so aus, ne? Du könntest jetzt zum Beispiel oben, hier da, wo der Fluss ist, den Busch einmal ausleuchten. Indem du halt die 4 drückst und dann da reinklickst in den Busch. Ja, oder so. Dann hast zwar nicht den Busch, aber dann haben wir hier das Ding. Passt schon. Und manche gehen auch zum Beispiel gar nicht in den Busch rein, weil fast jeder macht. Okay. Und jetzt greifen wir einfach den Tower ganz schnell an. Und gucken aber immer, dass unsere Vasallen, also dass die Gegner uns nicht angreifen. Und halt, dass die Vasallen, genau, jetzt gehen wir zum Beispiel zurück, weil er hat Full Life und Full Mana. Und unsere Vasallen sind auch fast drin. Au, 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 au.
Ah, er will mich. Ich hab hier schneller als mein Pfeil? Okay, jetzt machen wir wieder. Immer gucken, dass du wirklich die Vasallen dann killst. Dann kriegst du das Geld, nur das Geld dafür. Du kannst auch später, es gibt auch, dass du halt mehr Angriffsgeschwindigkeit hast, dann ist das einfacher, dann kriegst du richtig viel Lang. So heißt das. Sehen wir mal die Nase heran. Dass du halt ganz schnell schießen kannst, ist auch praktisch. Phantom-Tänzer heißt das. Okay, ich wollte jetzt noch meinen Trink aus. Ich werde uns nicht in die Irre führen. Okay, ja. Und jetzt würde ich mich nicht darunter trauen, weil da kaum noch Vasallen sind. Und es kommen ganz viele Vasallen von denen und die selber sind auch noch da. Okay, geh ganz zurück bis zum Tower und dann port dich weg. Wir haben ja wieder genug Geld. Ja, oh, die kommen her. Ja, hier ist einfach ein Schild im Wasser. Und das ist so meine Ulti. Genau, und dann kauft man sich halt immer so die einzelnen Teile und dann halt muss man halt gucken. Ja. Und halt immer gucken, dass auch wirklich mindestens 3 Heiltränke oder 2, sagen wir besser 2. Und wenn du die Klinge der Unendlichkeit hast, würde ich dir raten, dass du den Phantomtänzer holst, weil dann kriegst du besser Last-Sitz und kannst du viel schneller mitschießen. Unser erster Tower geht down, aber das macht nichts, weil wir haben deren Tower auch gleich. Verwechselt Gnade nicht mit Schwäche. Na ja, gut, wir haben noch ganz kaum. Und wenn du die Tab-Taste drückst, also diese beiden Pfeile da, ja, dann kannst du immer sehen, was die anderen gekauft haben. Weil wenn du auf einer Lane bist mit richtigen Spielern, dann gucken die, was du gekauft hast. Und wenn du nur Angriffskrams gekauft hast, kann es sein, dass die dir dann, wenn du der Supporter dann Rüstung gegen dich kauft, dass du halt nicht so viel Schaden machen kannst, weißt du? Das ist richtig gemein. Okay. Okay, der Tower ist jetzt down. Ah, oh mein Gott. Ah, oh, ich glaube, der will mich. Weg. Immer drauf. Ah. Und dafür, weil du den jetzt auch angeschossen hast, kriegst du einen Assist. Das sind diese Unterstützungen. Ganz oben rechts kannst du nämlich gucken, da hast du, da hast du halt so ein Schwert. Die erste Zeit, die da kommt, ist halt die Tötung, die du halt alle hast. Dann ist dann halt, wie oft du gestorben bist. Und dann halt die Unterstützung. Und für Unterstützung kriegst du halt auch Geld, wenn, halt, wenn man halt geholfen hat. Oh mein Gott. Ah, da ist sie schon wieder. Geh zurück, du hast die Ausrüstung angeschossen. Zurück! Oh mein Gott. Ja, es hat gerade bei mir gehangen, muss ich sagen. Ich konnte gerade nichts machen. Echt? Ja. Ja, das ist irgendwie, bei LOL ist das manchmal so. Okay, dann gehen wir jetzt. Wir müssen im Jungle einmal kurz durch.
Die Botlane hat immer die Aufgabe, dass sie halt hier so ein bisschen das hier so ausleuchtet, hier so ein bisschen mit die Worts benutzt. Dann ist hier der Drache. Ich werde den nicht anschießen, der gibt einen richtig guten Buff, wo du mit 15% stärker bist, also mehr Schaden an den Reihen machst. Wenn wir diese Krabbe hier töten, das können wir ja gerade machen, weil unsere Lane ist ja eh gewonnen. Dann kommt hier ein Horn hin, der uns auch noch beschleunigt. Das kann ein guter Vorteil sein, wenn wir schnell den Drachen machen müssen. Und dann schnell wegrennen müssen, weil die Gegner bemerkt haben, wir machen gerade den Drachen. Gemeinsam sind wir stärker. Ja, er kämpft halt gegen Tarik. Ja, der kann sich leider heilen, das ist ein Supporter. Dann komm einfach weiter mit. Dann hat der, das ist die Midlane halt gewesen. Und dann gibt es hier überall in diesen den Gebüschen gibt's noch Monster-Camps. Hier gibt es auch wieder so eine Krabbe. Ja, das macht nichts. Die pushen da gleich so durch. Hier ist erstmal der Harry. Nach einer bestimmten Zeit, nach 4 Minuten noch, ist der weg, wird aufgefressen, dann kommt der Baron mit. Das ist der größte Buff, den du kriegen kannst, das ist richtig OP. Da werden deine Vasallen größer und du hast halt richtig viel Schaden dann an Gegnern. Also das ist schon fast OP. Ich kann ihm mal hier ein bisschen helfen. Oder auch nicht. Gut, wir wollten nach Hause. Das ist dann halt das Waffen mit uns halt drin. Ja, das macht nichts. Okay, dann kaufen wir jetzt einfach wieder. Du kannst jetzt, während du tot bist, auch schon kaufen. Ach so. Genau. Zack. Nur das ist dann schon mal so ein bisschen grob, was halt so wichtig ist. Die Botlane muss halt immer gucken, dass sie... Ja, wir pushen gleich richtig durch bis zum Inhibitor, das macht ihn. Ja, Sekunde, ich kann gleich das Schwert kaufen, nur 5, was mir hier fehlt. Zack. Okay, jetzt habe ich das Klinge der Unendlichkeit. Sehr gut. Das wird schon mal richtig gut. Und dann kaufst du den Phantomtänzer, die Teile davon. Okay. Das wird dir richtig helfen beim Last Hit. Gott gleich. Euer Team hat einen Turm zerstört. Schneller als mein Pfeil? Das glaube ich nicht. Da bin ich. Hallo. Und hier ist dann auch, wenn hier halt der Tor von uns zerstört ist, guck mal hier. Ja. Blinkt da jetzt mal. Da muss man dann auch immer so warden. Das kann nämlich sein, dass die Gegner dann nicht mehr hier so lang laufen auf dem Weg. Die gehen dann durch den Jungle und wollen uns überraschen. Okay. Und jetzt pushen wir durch. Wir sind auf dem Unser Jungler hilft uns auch gerade, wie ich sehe. Diese Katze nieder, die kann sich in eine Frau verwandeln und halt in diese Katze. Wir sind ein Volk. Stark, die Hand. Da haben wir sie. Oh, wo kommt er denn her? Hallo, ein kleines Kinder. Oh, sehr schön. Jetzt machen wir den Power. Genau, mit diesem Schall, den du gerade gemacht hast, kannst du auch so ein bisschen von der Karte. Du sagst, ob, wenn du was sehen möchtest, ob jemand vielleicht da am Jungle oder am Drachen ist, dann schießt du einfach den Pfeil in den Leuchtteil drin. Ah, oh, jetzt lassen die Augen. Ah.
Verbündete. Ja, gegen Seite schaffe ich nicht. Oh. Na, schaffe ich das? Naja, die sind zu schnell. 3, 2, 1, ich bin wieder da. Ein Volk. Sehr schön. Ich laufe gerade bis zur Base zurück, weil 3 Stück hinter mir her sind. Ich komme dir entgegen. Oh. Oh, wie das aussieht, wie so eine Karawane. Okay, ich gehe erstmal zurück, pass auf. Jetzt kann ich dich so warnen. Das machst du, indem du oben auf der Karte drückst, dass du ein Ausrufezeichen, so einen Punkt. Und den kannst du anklicken und dann kannst du so gedrückt halten und dann entweder Gefahr, Gegner fehlt, unterwegs oder helfen dir mal. Okay. Ja, alles kann ich mir sowieso nicht am Anfang jetzt hier merken, also. Werf dich ins kalte Wasser. Mhm. Ja, das ist auch echt. Das verstehe ich auch noch nicht alles. Tada! Alter Schwede, da hatte ich überhaupt keine Chance. Nee, das ist richtig unfair. Aber guck mal, wir ganken die gerade. Nidalee kommt von oben und ich komme von der anderen Seite. Wir können dann nachher, wenn wir Nidalee machen, den Nachbarkampf sofort. Oh. War jetzt aber auch nicht so schlau. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen leiser stehen. Ich habe jetzt endlich mal eine Minute Zeit gehabt dafür. Ja, man ist richtig in der Bredouille so ein bisschen, ne? Ja. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ja, das macht nichts. Wir kriegen das schon hin. Ich bin unterwegs. Alles klar. Nein, er will mich. Ah, Hilfe. Alla, die Waldfee. Das war so klar, dass das nicht wieder so geht. Oh. Nein! Okay. Wir gehen gleich, ich markiere das mal kurz auf der Karte. Da gehen wir gleich hin. Und wir holen uns den Dragon und dann haben wir es geschafft. Sofort hin. Kann schon mal hingehen. Du stellst dich im Gebüsch da oben in den kleinen. Das kleine Gebüsch. Warte, hier. Ich bin lieber oben auf. Und ich komme jetzt auf den direkten Weg. Oder, genau, oder du machst die Krabbe. Da kriegst du auch noch Geld für, wenn du die halt tötest. So um die 70, glaube ich. Okay. Und wir fangen an. Und wenn du dich jetzt meine Ulti reinstellst, die ich heiße, die ich habe, dann kriegst du weniger Schaden und bei mir lädt sich das dann auch zu Schaden, was das also ist. Und gibt da dann gleich noch ganz viel Schaden. Jetzt hat er ganz viel Schaden abgekriegt und schmeiße meinen Dings noch.
Und jetzt haben wir da so einen Buff, da steht Drachenbezwinger. Das erste Mal den Drachen besiegt. Plus 6 Angriffsschaden und Fähigkeitsstärke. Nach ungefähr 5 Minuten kommt er wieder. Also 6 Minuten eher. Okay, da unten sind jetzt 3 Stück, aufpassen. Ah. Oh, wie viel Schaden er macht. Ja, ich muss sagen, das ist echt ein bisschen heftig. Also, Na gut, dafür machst du mit Age, macht ja richtig viel Schaden. Ja. Und die fokussen dich natürlich. Ich bin unerlässliche Gegenstände habe ich jetzt beide. Super. Also den Phantomtänzer und den... Oder was hast du jetzt? Warte, ich kann ja gucken. Beinschienen des Berserkers und Klinge der Unendlichkeit. Okay, dann kannst du oben beim Shop... Ja. Gibt es eine Suchleiste. Dann drückst du mal PHA. Gibst du da ein. PHA. Und dann steht da Phantomtänzer. Den kaufst du dir. Der ist richtig gut. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Okay. Also der ist wirklich richtig, richtig gut. Jo. Jetzt pushen wir. Heißt, wir machen jetzt die ganze Zeit die Vasallen ganz schnell tot, bis wir da hinten wieder bei denen angekommen sind. Und machen deren Türen kaputt und dann den Inhibitor. Wenn wir den Inhibitor geschafft haben, das ist unser Ziel für die Lane. Weil dann ist die Lane gewonnen, da kommen dann Super Vasallen und man kann eigentlich gar nichts mehr gegen uns machen. Halte ihn! Gemeinsam sind wir stärker. Gemeinsam sind wir stärker, sagt sie. Yo. Ja. Die sind bei uns unten beschäftigt und wir machen jetzt deren letzten Turm hier auf der Linie kaputt. Und dann holen wir uns langsam den Sieg. Pass auf, sie nicht anschießen, genau jetzt. Ah! So schnell konnte ich dich wieder raus. Ja, die stunnen mich halt, verlangsamen mich auch. Ja. Gut, dann gehe ich jetzt in die Mitte und mach da halt den Tower kaputt. So. So, dann gucken wir mal. Der Gegner wurde getötet. Euer Team hat einen Turm zerstört. Ja, darauf reagieren wir jetzt, weißt du? Und wenn du halt Schuhe hast, bist du immer schneller mit Schuhen. Immer, so kann man richtig gut abhauen oder Gegner halt chasen, also hinterherlaufen. Okay, ja. Also wir gehen jetzt wieder unten lang, oder wie? Genau, wir gehen jetzt wieder unten lang. Da sind jetzt 2 Stück. Man sagt immer so, wenn 3 Champions da sind und du zu zweit oder zu eins bist, nicht draufgehen. Versuche immer das Weite zu finden. Und immer halt die Map in Beobachtung haben, wo die anderen Leute sind. Okay, weil ja, sie kommen.
Kreuz rollen. Ich hab ihn nicht gestern. Oh, der ist aber auch echt heftig. Wir sind auf dem Rücken. Lass mich in Ruhe! Komm sofort. Ah, okay, ich musste die Heilerin erst töten, weil die ganze Zeit hat sie ihn geheilt. Ah! Okay, jetzt kannst du ihr helfen. Ja, ich versuch's. Aber pass auf, dass er nicht an dich rankommt. Immer so ein bisschen zurückgehen. Okay, jetzt hier. Sehr schön. Und wenn du halt selber die Kills machst, kriegst du dann natürlich am meisten Geld. Kriegst du so um die 300. Wir können den Drachen wieder machen, wenn du willst. Dann haben wir den zweiten Buff. Alles klar. Ich bin lieber oben auf. Okay, go. Okay, und wir pushen wieder nach unten. Weil die Gegner sind da unten beschäftigt. Oh, wir nehmen sie gleich mal mit. Das geht doch ganz gut. Zack, sie ist gestunt, sie kann drauf. Und sie versucht wegzulaufen, aber dann sie geht hinterher. Liebe den Bomben, das ist so geil, ey. Okay, jetzt auf der Karte sehen wir. Oh oh. Wo sind die anderen? Wir porten uns jetzt zurück, um unser Geld auszugeben. Zurück. Das ist ein Tank. Haltet zusammen. Okay, wir versuchen zu flüchten. Jetzt stellen wir uns in den Busch da oben rein, wo ich gewartet habe. Vielleicht ja. Sehen die Gegner uns nicht. Und dann porten uns hier zurück. Ich werde uns nicht entführen. Und da oben siehst du auch noch Monster im Gebüsch, die geben auch noch Geld und die heilen sich. Aber man soll da nicht drauf gehen, weil das gehört eigentlich dem Jungler. So, wenn wir jetzt wieder voll live sind, gehen wir jetzt wieder unten lang. Und tun uns jetzt den letzten Tower. Und halt natürlich Geld ausgeben. Dummi. Und wenn du hier, bleib mal stehen. Wenn du jetzt Steuerung drückst und 1 zum Beispiel, dann sag deine was. Und wenn du 2 drückst und 3 und 4, macht's auch noch was. Okay, ja, lass uns, aber... Du kannst die Gegner so ein bisschen provozieren. Und mit 4 lacht man immer. Ja, ist ganz lustig. Warte, muss mal. Guck mal ihn mal an. Hier, warte. So krank. Okay, jetzt machen wir es aber hier. Endstation, jetzt. Ja, komm her. Wie machen wir jetzt? Warte. Bleib stehen! Wo willst du hin? Bleiben Sie bitte stehen. Hallo. Okay, als erstes immer nicht auf den Tank, weil der macht nicht so viel Schaden. Immer erst auf den anderen. Okay, den haben wir. Der fehlt schon mal, der hat jetzt auch ein paar Sekunden. Und jetzt einfach nur auf den Tower gleich drauf. Warte, aua. Jetzt nur auf den Tower drauf, solange unsere Minions da sind. Genau, und halt immer gucken, dass du Fähigkeiten bringen bei den Türmen. Okay, gut zu wissen. Da kommt einer. Ja, warte, ich komm.
Tower sind ja jetzt weg, können wir den platt machen. Der entkommt nicht. Okay, das ist noch ein neuer Turm. Den jetzt kaputt machen, dann kommen super Vasallen. Und dann wechseln wir zu dem nächsten Turm unten. Gehen außen rum. Kommst du mit? Ja. Hier lang? Dann gehen wir immer wieder so raus, weil die haben jetzt gleich richtige Brodol hier. Jetzt helfen wir denen hier. Okay. Dann machen wir, pushen wir hier. Genau. Dass die unsere Vasallen wieder durchkommen. Dann machen wir den Turm kaputt. Und den nächsten Inhibitor, das ist immer so das Gang und Gebe. Halt immer gucken, dass du den Inhibitor kriegst, weil das ist richtig praktisch. Ah! Ei, Karamba! Einen habe ich noch erwischt. Ja, die sind ganz schön brutal. Ich habe aber auch aus Versehen drei Tanks eingestellt. Das ist auch ein bisschen unfair. Na gut, der Computer hat es ausgewählt, sagen wir so. Phantomtänzer habe ich jetzt. Richtig gut, die sind richtig gut. Und dann noch Blutdürst, das ist jetzt das nächste. Damit heilst du dich pro Schlag, den du machst. Du bist dann ganz schnell, du machst dann ja ganz schnell Schaden. Und dann noch Blutdürst dazu, dann heilst du dich auch noch die ganze Zeit. Oh, der nervt. Verwechselt Gnade nicht mit Schwäche. Ich bin unterwegs zu dir. Jo. Euer Team hat einen Turm zu schießen. Und die Vasallen haben oben auch gerade einen Turm zerstört. Sehr gut. Oh nein, haut ab! Aber tippt er ihn erstmal das Beil in den Rücken. Okay, jetzt machen wir den Inhibitor noch ganz schnell, weil der regeneriert sich leider. Nein! Lau! Gemeinsam sind wir stärker. Darauf bin ich auch schon gekommen. Oh nein, er hat einen Helm von dir gemacht. Er haut dich mit der Keule. Kannst du ihn stunnen mit einer Fähigkeit? Wir müssen schnell. Du, ich habe da gerade keine Zeit nachzugucken. Na ja, gut, da muss man halt immer gucken dann. Also jetzt, ob man halt stunnen kann oder, ne? Das ist halt auch wieder so eine Sache. Team hat einen Inhibitor zerstört. Ein Gegner wurde getötet. Doppeltötung. Oh, er hat eine Doppeltötung erzielt. Ein Gegner dominiert. Sag mir, ich hab nicht genug Kohle? Ein Verbündeter wurde getötet. Verliert nie das Wesentliche aus den Augen. Verbündeter wurde getötet. Eine ruhige Hand. Das sieht doch schon ganz gut aus. Wir können ihn wieder einen Drachen machen, wenn du willst. Mit dem dritten Buff kriegen wir plus 5% Lauftempo. Ach was. Ja. Dann lass uns weiter. Okay. Uff.
4 Stück sind hier. Okay, dann machen wir doch den. Fällt ihm mal ein bisschen? Na gut, die ist Rest in Peace. Okay, wir gehen zum Drachen. Ja. Haben keinen Vorteil. Beim nächsten Drachen kriegt man einen richtig guten Vorteil. Da kriegst du 20% weniger Schaden. Durch Türme. Könnte helfen. Sehr gut. Okay. Wie viele sind da? Oh, da sind 4 Stück. Okay, wir gehen nach oben, wenn da keiner ist. Dann gehen wir jetzt hier hin. Dahin. Das glaube ich nicht. Wenn da eh keiner ist, dann holen wir uns jetzt den Inhibitor. Wir sind ein Volk. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Jetzt schnappen wir uns den hier noch. Ich habe versagt. Okay, wir porten uns zurück. Weil unsere Freunde haben da große Probleme, die Base zu verteidigen, weil da alle 4 sind. Aber hier kommen die Super-Vasallen schon. Die haben gleich ein richtiges Problem. Die müssen gleich richtig zurück. Dann gehen wir jetzt auf die Top-Lane. Oh, warte. Doch nicht. Okay, doch. Jetzt ja. Das ist jetzt nur noch einer. Kriegen sie auch alleine. Dann machen wir jetzt alle Vasallen kaputt. Und pushen durch bis zum letzten. Aber wir müssen aufpassen, weil Super-Vasallen halt auf unserer Seite dann sind. Die haben ja einen Inhibitor leider. Ne, haben sie doch nicht. Doch einen in der Mitte haben sie angekriegt. Scheiße. Holen wir uns jetzt den Top hier. Vorwärts. Und dann kann man hier auch wieder warden, dass uns keiner findet. Sehen wir das nämlich? Ja. Immer so sehen. Geht immer hier alles auf Zeit. Ja? Dachte, wir haben den erst gerade zerstört. Nein, der wird schon wieder aufgebaut. Schlagt schnell. Ich werde ein Gegner wurde getötet. Geh zurück. Ah, wird blockiert. Jetzt aber im Auge nicht abgesehen. Ja, da wird nur noch so wenig jemals. Sieht der Computer irgendwie. Geh ich da jetzt einfach auf ihn drauf? Okay, zurück. Ah! Oh, das tat richtig weh. Ich hab jetzt einen Tower-Dive gemacht. Das heißt, du gehst unterm Tower, riskierst halt, dass du 4 Leben abkriegst. Aber du hast halt das, du hast halt den Kill dann. Dann hat der Gegner einen Nachteil, wenn der halt stirbt. Okay, die will ein Interview. Die kann sich leider heilen. Genau da drauf. Oh, richtig gut. Du schießt schon richtig schnell. Sehr nice.
Jetzt holen wir uns wieder den Inhibitor, der wieder repariert wurde. Sind ja nur noch in der Mitte die Tower. Okay, wir greifen jetzt, machen hier so ein bisschen Pushy-Pushy. Pass auf, dass du nicht unterm... Genau. Ah! Oh! Ach, nein, nicht in der schon wieder! Lauf! Ja, der will schon wieder mich! Er ist ein bisschen abzuhalten. Bis ins Dann kann ich ihn, aber ich habe keinen Mana mehr. Okay, jetzt wieder im Busch stellen. Und dann porten wir uns zurück. Aber nicht in den Busch, weil der ist richtig auffällig. Da guckt jeder rein. Am besten entweder hier unten oder halt ein bisschen weiter rein. Aber wir haben jetzt Glück, weil auf jeder Lane, die wir haben, auf jeder Seite kommen super Vasallen und pushen jetzt. Die sind richtig stark, die kriegt man kaum tot. Und jetzt können wir wieder was kaufen. Ein Gegner wurde getötet. Okay, die Blutklinge habe ich. Sehr gut. Und dann kannst du noch Frosthammer kaufen, das verlangsamt Gegner auch noch. Oder du kaufst dir ein bisschen Leben, Warmox Rüstung. Dann kriegst du auch Lebensregeneration. Das musst du halt immer dann gucken, was dir halt am besten zusagt. Oder halt mehr Schaden, noch mehr Schaden. Okay. Und da kannst du dir immer so ein bisschen durchklicken. Wenn du nämlich auf den Shop gehst, kannst du dann nämlich auch gucken, so eine untergeordnete Kategorie. So entweder Schmuck, Fähigkeitsstärke, je nachdem. Oh, wir können die nächsten Sachen machen. Und dann beenden wir das Spiel. Ui, ich leuchte. Warum auch immer. Verliert nie das Wesentliche aus den Augen. Aua. So, und jetzt haben wir 20% weniger Schaden durch Türme. Euer Team hat einen Turm zerstört. Euer Team hat und das da ist ein super Vasall. Okay, krass. Richtig stark. Gemeinsam sind wir stärker. Guck, ja, guck mal, alleine durch die Vasallen haben wir jetzt Probleme mit den Nexus. Und gewonnen. Boah, was ist denn da oben? Yay! Yay! Wie so eine Robbe.